Ja, hallo Lieben, das ist schon mal Paterapur Beziehungscoach. Neues Buch, gibt noch ein paar Lesungstickets für die zweite Lesung in Berlin und in Leipzig, glaube ich, auch noch. Findet ihr auch auf meiner Website liebeschipp.de. Zu Johnny Depp und Amber Heard kommt auch noch was diese Woche. Das wird ziemlich cool, glaube ich. Und wollte ich noch was sagen? Gibt jetzt hier so einen Danke-Button bei mir auf dem Kanal, YouTube wird mir freigeschaltet. Kann mir was zukommen lassen, wenn man will. Kriegt den Kommentar dann auch bunt unterlegt. Naja, freue mich auf jeden Fall drüber und auch über Kanalmitgliedschaften natürlich. Und jetzt gehen wir mal endlich zu dieser E-Mail. Lieber Christian, vielen Dank für deine tolle Arbeit. Deine YouTube-Videos schaue ich seit 2017. Gehörst du etwa zu den ersten? Ich habe jetzt neulich jemand geschrieben, was er zu den ersten 100 Abonnenten gehört hat. Das fand ich schon cool. Seit längerer Zeit und konnte mich dank dir sehr positiv weiterentwickeln. Seit längerer Zeit bin ich mit folgendem Problem konfrontiert. Ich erlebe es immer wieder, dass ich beim Dating geneckt werde. Mir fällt es sehr schwer, diese angeblichen Neckereien von subtiler Kritik zu unterscheiden. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du zu etwas sagen könntest. Und unabhängig von der Antwort wünsche ich dir weiterhin ganz viel Erfolg und alles Gute. Ja, gute Frage. Und ich finde die gar nicht so leicht zu beantworten, weil also es gibt definitiv beides. Es ist so ein leichtes Necken, finden viele Frauen irgendwie ganz cool und auch ganz sexy. Vielleicht auch, weil es signalisiert, der Mann hebt dich jetzt nicht so auf den Podest, dass er sich nicht traut, dich mal ein bisschen zu necken. Also ich sage ja ganz gern, in meinem Datingkurs für Männer sage ich ganz gern, 90% calm, cool, collective, gentleman und 10% kann man auch mal ein bisschen necken. Also es ist cool, sexy, aber du hast natürlich vollkommen recht, dass es da auch einen Übergang gibt. Wie gesagt, eins der ersten Symptome von toxischen Dating-Situationen ist Kritik. Und also ich würde mal schon sagen, wenn es, denke ich, auf eine gute Art necken ist, dann fühlt man sich so ein bisschen herausgefordert und so ein bisschen angeturnt vielleicht sogar auch so. Aber wenn man merkt, boah, es tut weh und oder auch, es kann auch erst 2-3 Stunden später wehtun oder am nächsten Tag denkt man drüber nach und denkt, und wirklich richtig pieksig ist, das wäre so meine Antwort, wäre es, glaube ich, nicht gut. Und das entscheidest nur du, ne? Niemand anders. Aber ihr könnt ja mal gern, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, gerne mal selber, wie seht ihr das? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ah, noch ein kleiner Hinweis, gibt jetzt bei mir, vielleicht habt ihr es bei dem einen oder anderen auch gesehen, die Möglichkeit, über so einen kleinen Danke-Button was zukommen zu lassen. Unter jedem Video hat YouTube mir freigeschaltet und ja, freut mich auf jeden Fall drüber und genau. Und wir sehen uns bald wieder.